Moin Moin und Weidmannsheil. Ja, heute wollen wir mal kurz über Drückjagdböcke schnacken. Unsere Reviere haben eine Eigenschaft, das ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Nämlich hier im Feldberitt geht's, da haben wir schöne Tälchen und Senken und tralala. Im Bestand ist aber alles tellerflach. Also einen verantwortungsvollen Schuss mit Kugelfang und sowas ist in 90% der Bestandsfläche nicht zu denken. Geht einfach nicht, weil halt überall einfach nur gerade Pläne. Aus dem Grund steht seit Jahren schon bei der Drückjagd bei uns jeder Schütze auf einem Drückjagdbock. Wir haben die sonst immer so zusammengeknollt, wie es gerade gepasst hat. Und dieses Jahr mussten wir, also für die letzte Saison, mussten wir wirklich einiges austauschen. Da haben wir 8 neue gebraucht, summa summarum. Und dann haben wir ein bisschen rumgeguckt und wollten die einheitlich bauen. Das Ganze habe ich auf Instagram immer so ein bisschen begleitet und haben sau viele von euch gefragt, zeigt das Ding. Und das machen wir heute. Unser Nachbar hat neue gestellt gehabt vor der Saison. Da hatten wir uns ein bisschen Inspiration geholt. Fanden da aber so ein, zwei Sachen von denen nicht so gut. Ich glaube, das waren sogar auch gekaufte oder sie waren verdammt akkurat zusammengezimmert. Wir haben das Ganze noch ein bisschen modifiziert. Die Maße für dieses Gerät hier werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Für alle, die es interessiert. Aber ich denke, da gibt es kein Allheilmittel. Manche wollen es ein bisschen höher, manche ein bisschen flacher. Manche wollen von der Breite her, dass man zu zweit drauf sitzen kann. Oder wollen es ein bisschen enger wegen Platz und Material. Ersparnis, so what. Deshalb gehen wir jetzt kurz auf die meiner Meinung nach, was unsere beiden Baumeister hier im Revier hier ausgearbeitet haben, die Vorzüge von dieser Bauweise ein. Und dann könnt ihr entweder die Maße von unten nehmen, wenn ihr es nachbauen wollt, oder mit eurer eigenen. Erster Punkt bei denen, die wir uns angeguckt hatten, war, dass die komplett im Lot standen. Also diese Trapezform, die wir hier haben, oder die wir hier gebaut haben, hatten die, bei denen wir uns inspiriert haben, nicht. So, einige werden das kennen, wenn du einmal so eine senkrechte Leiter im Winter hoch musstest mit dicken Thermoklamotten und Rucksack und Waffe und hast vielleicht noch den Dackel auf dem Arm und dann ist die Leiter gerade. Das ist schon ein Kraftakt. Und selbst hier diese kleine Neigung reicht einfach, dass du hier super easy drauf hochklettern kannst. Ja, Leiter etwas angewinkelt. Erstens kommt ihr einfacher hoch. Zweitens steht der durch diese Trapezform schon eine ganze Ecke geschmeidiger, weil es unten ein bisschen ausladender ist. Zweiter Punkt, wo wir uns Gedanken gemacht haben, ist, wenn so ein Drückjagdbock mal durch ist, was ist als erstes durch? Es ist zu 95% der Boden. Und mit dem Boden dann auch meistens hier unten die Querhäume. Deshalb haben wir jetzt zwischen die Bodendielen und den Querhäumen einfach ein bisschen Dachpappe gesetzt. Dass wenn Flüssigkeit abläuft, die Flüssigkeit neben runter kommen kann, der Querhalm bleibt intakt. Und bei einer nötigen Reparatur braucht man einfach nur die Bodendielen auszutauschen. Boden, nächstes Thema. Es gibt Drückjagdböcke, so nach Maß, die haben dann 5 cm oder 3 cm oder 4 cm Maß zwischen den Platten. Warum? Jedem ist schon mal was auf dem Sitz runtergefallen. Es gibt nichts Ärgerlicheres auf der Drückjagd, wie wenn man dann runterklettern muss und irgendwas aufsammeln muss. Wir brauchen Platz, dass Wasser abfließen kann, aber wir brauchen nicht so einen großen Platz. Wir haben mal so als Augenmaß so eine 8,57 Hülse genommen. Die kommt hier nämlich nicht mehr durch. Plörre kann trotzdem ablaufen. Hier den haben wir jetzt gebaut. Nicht nur für die Drückjagd, sondern auch so Erntejagden, Blattzeit, Wildschadensabwehr. Deshalb ist der Boden hier nur plan. Einfach nur Bohlendielen. Wenn ihr sowas in den Wald stellen wollt, gerade Laubwald und nasses Laub, Gefahrbereich, bietet sich auch an, dass ihr einfach noch ein bisschen grobmaschigen Hasendraht auf den Boden zimmert. Gibt einfach ein bisschen mehr Grip, auch bei Schnee oder Glätte. Aber das muss wie immer jeder selbst wissen. Nächstes Ding ist, schon oft gesehen und immer wieder drüber geärgert, festgeschraubte Sitzbänke. Kann man machen, muss man aber nicht. Warum? Hier so ein einfaches Rollladenband dran, dann kann man die Kiste hochklappen. Wenn der Schütze kommt, klappt das runter, hat keinen nassen Hintern. Er kann, je nachdem, ob er sich jetzt hinstellen will, dann schiebt das nach hinten oder klappt es hoch. Oder er will sich hinten ein bisschen anlehnen, kann er schön variieren und ist flexibel. So ein Rollladenband kostet nicht die Welt, die beiden oder die 4 Unterlegscheiben auch nicht. Finde ich immer schöner, wie wenn du auf den Sitz kommst und das Ding ist voll Schnee, voll nassem Laub oder einfach nur voll Moos und eklig. Ihr wisst, was ich meine. Nächster Punkt, bei denen, die wir uns angeguckt hatten, die hatten oben einen glatten Kranz. Heißt, die hintere Begrenzung war hier oben einfach nur so ein kleines Kantholz quergezogen. Auf der Drückjagd soll man meiner Meinung nach eh nicht sitzen. Da soll man stehen und aufpassen. Da geht es hier nur um die Höhe. Wenn so ein Ding aber auch zum Ansitz genutzt werden soll,
dann spart euch doch einfach dieses blöde Kanthölzchen und macht ein ordentliches Brett hier hinten rein. Weil wenn du 2 Stunden hier drauf sitzt, wird dein Rücken nach 20 Minuten wahrscheinlich schon danken, dass da ein Brett ist und nicht so ein kleines Kantholz, was dir irgendwo in den Rücken fährt. Was haben wir denn noch? Last but not least, Schießlatte. Bei sehr vielen gibt es dann dieses Modell nach vorne aufdrehen, wieder zudrehen und Ende. Ist in Ordnung. Kann nicht geklaut werden, kann nicht weggeschmissen werden, kann nicht vom Wind runterfallen. Aber wenn ihr jetzt diese Böcke, wie wir zum Beispiel, auch mal im Feld nutzen wollt, um euch einfach einen neuen Platz auszuchecken, so nach der Motto, oh, ich glaube, da die Ecke könnte gut sein, bevor man eine Kanzel hinstellt, stellt mal erst mal was hin, um zu gucken, ob die Vermutung überhaupt so wahrheitsgemäß ist. Jetzt will ich nach hier hinten schießen und meine Latte ist hier vorne fest. Ich muss also hier irgendwie dann den Verrenkungsaffen des Todes machen, um hier halbwegs irgendwie eine sichere 3-Punkt-Auflage zu kriegen. Mit einer losen Latte, gar kein Problem. Vorne die hohen Anschläge, dass ich nicht weg kann. Und ich kann mich hier variabel einrichten, wie es mir gerade passt. Ja, so viel zu den Vorzügen. Materialkosten für das ganze Ding, das ist Fichte, liegen bei 35 Euro bei unserem Sägewerk. Dem haben wir eine Liste geschrieben. Wir brauchen 8 Mal dip. Haben wir fertig gepackt, Hänger morgens hingestellt, mittags abgeholt und hatten es da drauf. Kommt halt wahrscheinlich immer auf die Sägewerkpreise an. Das Gute bei der Geschichte, was man auch noch definitiv erwähnen sollte bei der Bauweise ist, durch diese leichte Trapezform spart ihr euch sämtliche Verstrebungen. Also 2 Stickel diagonal, das reicht. Und ihr braucht keine Strebe, keine Stützstange, irgendwas, die euch irgendwo noch in den Füßen hängt. Ja, ganz großer Vorteil, müssen wir auch noch nennen, die sind federleicht. Das zeigen wir euch jetzt noch. Also, wenn man ein bisschen Hänger fahren kann und mit dem Auto oder Traktor oder Quad dahin fahren kann, wo er hin soll, kann man dieses Teil komplett alleine aufladen, abladen und aufstellen. Wenn es mal wieder schneller gehen muss, Wildschaden ist da, muss eine schnelle Ansitzeinrichtung hin oder Erntejagd steht bevor oder sowas. Also man kann das dann auch alleine machen. Zu zweit ist natürlich immer besser, zu dritt noch besser, aber im Worst Case geht es auch alleine. Und das zeige ich euch jetzt noch. So, jetzt gab es noch einen Schmankerl für euch, weil ihr Drohnenaufnahmen immer so geil findet. Ja, Ding ist jetzt hier oben, abseits der Wiese, damit die Drohnenaufnahme nicht zu lang wird, noch ordentlich gesichert. Wir fahren jetzt zum Lagerplatz an der Jagdhütte, laden das Ding ab, lagern es hoch, dass es nicht im Nassen liegt. Der muss auch noch gestrichen werden, den hatten wir einfach nur mal schnell für die letzte Drückart rausgefahren. Dann notiere ich euch noch die Maße, hau die euch wie gesagt in ein Bildchen unten in die Videobeschreibung für die Leute, die es interessiert. Ja, und damit wären wir quasi auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, Däumchen ist ein Träumchen. Kommentare, Anregungen oder Kritik, wie immer gerne in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Horrido und Waldmannsheil.